Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Hallöchen! Ja, ihr habt lange nichts mehr von uns gehört. Das stimmt leider. Wir haben heute was Großes vor. Und wir dachten uns, wir machen es noch dieses Jahr. Richtig. Also. Bam! Da ist es. Das ist riesig. Mega groß. Mega. Ja, heute ist es für uns Weihnachten. Deswegen fangen wir mit dem an. Stimmt. Ein Nussknacker. Ein Nussknacker. Und er funktioniert sogar. Mal gucken. Bin gespannt. In alter Lego-Manier, ich hole euch mal dazu. Ja. Also für uns ist Weihnachten heute. Wieso ist der Tisch schief? Das sollte ich gleich noch korrigieren. So, drei Tütchen. Nur drei Folgen. Nein. Ohne Nummer, also. Ein Tütchen. Yay! Recycling! Das stirbt nie aus. Fertig. Das Gummi-Werkzeug wird. Ja, die Praktikantin haben wir ja auch noch nicht. Warum eigentlich? Recycling. Das hat sich. Tobias, warum hast du noch keine Praktikantin angestellt? Ja, kommt. Ich arbeite doch nicht. Stimmt. So, ich fange dann. Hast du schon rumgeholt? Ich hab schon alles hier. Ach, sehr gut. Nee, das muss nach außen, ne? Ja, nach außen. Also Weihnachten ist immer für mich so eine Sache, es reichen auch Kleinigkeiten, die man schenkt. Deswegen haben wir auch so eine große Packung gerade. Genau. Das ist doch wunderschön. Und mir ist immer wichtig, dass man Weihnachten mit Freunden, guten Freunden verbringt oder mit Familie. Jetzt, wo es geschneit hat, endlich mal. Genau. Genau. Auch wenn ich darauf verzichten könnte. Also, man sollte sich auch über kleine Dinge freuen. Aber sicher. Ich will ein Auto zu Weihnachten. Oder ein Handy oder was auch immer. Was? Eine PlayStation Plus Ultra Super. Oder eine Switch. Aber das ist machbar. Switch ist machbar. Ja, finde ich. Immer muss man den Alter entsprechend. Natürlich, ich bin alt genug für eine Switch. Aber ja, man sollte nicht in 6-Jährigen schon ein Handy schicken. Findest du das nicht? Finde ich nicht. Nein. Der kriegt den Ferrari zuerst. Ich glaube, das ist verkehrt, was er da gemacht hat. Nein. Doch. Profi-Werkzeug. Nee, ich habe mir extra die Fingernägel nicht gemacht. Die Woche. Profi-Werkzeug. So, das musst du nämlich so machen, dann hast du stabil. Siehst du das? Ja, okay. Gib's dazu, du siehst keinen Unterschied. Doch. Nein. Lüg nicht. Ich lüge nie. Ich lüge nie. Lügt er mich an. Ja, ich bin so einer, bin immer ehrlich, offen. Das lieben auch die Leute an mir. Ja, zweimal. Zweimal? Zweimal. Zweimal. Na, dann wollen wir mal. Also das hier. Das hier nicht? Nee. Hä? Ach so, du hast was ganz anderes da. Richtig gucken. Ja, ist ja gut, Mama. Das finde ich ja immer gut. Dann kann man halt sehen, welche Länge man braucht. Es gibt also ja auch so kann man drauflegen. Und cool. Das passt. Ja, richtige Stäbchen. Gab es früher auch. Ja, richtig. Früher als Kind musste man noch nachdenken. Ja, was heißt nachdenken? Man hat es gemerkt, wenn man es draufstecken wollte und es passt eben nicht. Bei Lego Technik gab es das Problem häufiger. Richtig. Dann hast du dann da gestanden und ich muss es wieder auseinanderbauen, weil das nicht stimmt. Auseinanderbauen, genau. Da hat so ein Aufbau schon mal länger gedauert. Hm. Ach, es ist schön, wieder Lego zu bauen. Ja, wie lange ist das jetzt her? Ein Dreivierteljahr? Nee, haben wir nach der Switch noch mal Lego gemacht? Nein. Boah. Das ist schon ewig her. Das ist Juni, glaube ich. Juni war das. Also. Dann haben wir doch, als wir die Switch gemacht haben, haben wir vorher den Schneegestöber gemacht. Stimmt. Ja, wo ist der Core-Dreier? Ja, ich hab schon einen. Ach, den hast du? Einen habe ich. Und was ist der zweite? Den habe ich nicht. Ja, Alter. Dafür suche ich gerade diese Dinger hier. Ja, das ist auch wichtig. Aber bei so einem kleinen Set, da muss man suchen. Ja. Wie viele Teile hat das? Steht gar nicht mehr drauf. Ne? Steht nicht drauf, nein. 80 vielleicht, sowas. Nicht viele. Das sind die Füße. Im flachen Dreier? Das ist. Da. Hast du schon. Ja. Das
Darum halt wieder. Ja, ich bin nicht mehr in der Übung. Nee. Das so, wären die Beine. So viel Switch, so wenig Lego. Genau. Also, mega Spaß, echt. Dreier und zwei Zweier. Genau. Ich habe das mit der Folie ja versucht, ich komme damit nicht klar. Ach so. Hm. Hast du die mittlerweile drauf? Ja, habe ich. Das hat ja beim Unboxing nicht so funktioniert. Richtig. Habe ich dann nachjustiert. Ich hatte das versucht, dachte mir, komm, gönn dir mal was. Nicht funktioniert. Dafür bist du doof, machst du nochmal. Ja, habe ich auch. Beim ersten Mal hatte ich auch nicht geschafft, deswegen. Ich habe entweder so komische Pickelchen drin gehabt. Ja, genau. Und dann hatte ich auf einmal Flusen da drunter, war vorbei. Wenn aber eine Fluse dabei ist, hast du verloren. Dann ist vorbei, ja. Und jetzt habe ich ein Taschentuch dazwischen, habe ich mir gedacht, komm, du nutzt. Also ganz ehrlich, Street Fighter im Mitnehmen-Modus. Und das ist gar nicht so einfach mit meinen Händen. Ja gut, wenn man kurze Hände hat, nicht. Zumal du hast ja das Digi-Kreuz normalerweise. Mhm. Wenn du das aber mitnimmst, hast du ja nur diese vier Knöpfe. Das spielt sich etwas anders. Weil du kannst dich so rumgreifen. Das stimmt. Und für mich ist es ein 2D Beat'em Up. Das spiele ich nicht mit einem Analog-Stick. Das ist nicht meine Welt. Also Pro-Controller, Fernsehen, beste Wahl. Also das brennt. Da hast du was falsch gemacht. Nee, habe ich nicht. Nee, da kommt noch was drunter. Ne? Ja. Ha. Aha. Kommt eigentlich jedes Jahr eine neue raus, sag mal? Also letztes Jahr war es ja die Schneekugel. Dieses Jahr ist es der Nussknacker. Ich bin mal gespannt. Das ist so eine Kollektion dann tatsächlich. Ne? Genau. Vielleicht nächstes Jahr was anderes. Wer weiß. Limited Edition. Wie immer. Wie immer. Nur das Beste. Für euch nur das Beste, genau. Ja, klar. Schöne Grüße an euch, weil ihr habt uns echt die Treue gehalten. Ja, muss man sagen, dafür, dass so lange nichts gekommen ist, hatte vielen ich Dank schon dafür. Ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, ich auch. Dachte, die schwinden. Der Kanal stirbt. Genau. Oh Gott sei Dank. Haben wir treue Fans? Ja. Vielen Dank. Kannst du ihn mitbauen? Ach, ich soll mitbauen. Bist du sicher? Ich wollte mich nicht einmischen in dein Business. Hallo? Hallo? Zwei Unternehmer, zwei Bauer. Ein Schleimer. Das kommt hier dran dann, ne? Genau. Dann baue ich den. Genau, ich baue schon mal hier vor. Ja. Wie immer. Ja, ja. Tobias hat es eilig. Er kann das nächste Päckchen kaum abwarten. Also die nächsten zwei Päckchen, muss man ja sagen. Ja gut, so gesehen schon. ja, genau. Sieht aus wie ein Transformer so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Transformer. Heißt ein heller? Ja. More than meet the eyes. Ich wundere gerne, dass in diesem Set nochmal. Was ist das denn? Sonst keine Zange verwenden, oder? Das ist kein Nussknacker. Das ist ja, guckt euch das mal an. Extra, da seht ihr es. Ein Symbol, weil das ist ja eigentlich ein Nussknacker, dass man damit keine Nüsse knacken kann. Das ist ja der Hammer. Das ist ja, also Lego, dann habt ihr was falsch gemacht. Wenn man mit einem Nussknacker keine Nüsse knacken kann, dann habt ihr etwas falsch gemacht. Aber es ist ja nur für die Optik. Es ist nur Deko. Hätte ich das gewusst, hätte ich ein paar Nüsse besorgen. Dann hätten wir es ausprobieren können. So Knacks und Lego, das funktioniert ja nicht. Verklagen. Echt mal? Nee, es steht drauf. Wie beim Kaffeebecher, Vorsicht heiß. Genau, richtig. Unglaublich. Damit man dazu nicht sagen kann, stand nicht drauf. Das ist es. Ja, das ist die Rechtspolitik heute. Man muss ja alles draufschreiben, wo man sich denkt, ja, vielleicht funktioniert es ja. Achtung, Attrappe müsste da draufstehen. Genau. Nicht für Nüsse geeignet. Und nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren. Naja, das ist auch was für mich. Ja, also das Technikkram, das kannst du gerne machen. Technikkram mache ich gerne. Ich bin nicht so der Techniker. Mhm. Deswegen überlasse ich dir das gerne. Wir haben auch eine Tradition, wir treffen uns immer Weihnachten essen zusammen mit Mutter und so. Ja. Immer schön. Das ist meine Tante. Meine auch Tante, dabei. Genau. Einmal ja den lieben Gott ein Herz und den Dienst tun. Wo man sich auch denkt, naja, aber das machen wir hauptsächlich meiner Tante wegen. Ich glaube, ja, ich weiß. Wenn es nach meiner Mutter geht,
Aber es ist immer wieder ein schönes Gefühl. Blättern Sie einmal um, bitte. Knappe. Hast du denn 3 Stück? Ja, ja, das ist alles korrekt, mein Freund. Nee. Nee, der ist verkehrt, der Dicke hier. Oh nein! So, jetzt passt es. Siehst du? Ja, ja, ist gut. Ha. Wenn ich dich nicht hätte. Hättest du einen anderen. Ich weiß. So ein dummer Spruch. Vor allem, wenn es in der Ausbildung hat. Denkt man sich auch, wow, Meister. Es ist nett, dass du deinem Lehrling so ein Kompliment machst. Ja, ich habe gerade noch hier zu kämpfen gerade. Achso, du hast schon 2? Ich hatte das schon vorbereitet. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin einer, der vorbereitet. Du bist der Vorbereiter. Ich bin der Picknicker. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Copyright. Kann man wieder einen Traum von YouTube. Egal, machen wir öfter. Das kennen die schon von uns. Oh je, oh je. Das soll was geben. Können ja das Standardlied singen zu Weihnachten. Was man wieder überhört. Hey, du fängst jetzt an, Weihnachten zu trallern. Ich sagte, ich könnte. Ich könnte es auch lassen. Ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare, dann singe ich eins, aber. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes singen wollen. Und wie ihr kommt mit Last Christmas und dann hau ich euch. Das war die Sing. Genau das. Weil das hast du wieder überall. Ja, ich muss das aber nicht hören. Ich bin froh, wenn das Radio keinen Empfang hat, bin ich froh, wenn das Lied läuft. Ja, ich mag das Lied immer noch. Ja. Jedes Jahr aufs Neue. Oh Gott. Weißt du, es gibt Lieder, die haben einfach mal eine Saison. Aber dieses Lied hatte noch nie eine. Doch. Nein. Ne, das kommen die Goldenen hier, ne? Oder sind das die? Das sind die Goldenen. Die Goldenen. Muss ja weihnachtlich aussehen, muss, ne? Muss Weihnachten, genau. Deswegen Gold. Silber tut's zu Weihnachten nicht mehr. Nee. Die Zeiten sind vorbei. Gold, Myrrhe und Weihrauch, weißt du doch. Irgendjemand hat hier geschnappt. Ich weiß noch nicht wer. Hä? Warum? Weiß ich nicht warum, aber es ist so. Nein. Dann drehe ich das rum, dann sieht's keiner mehr. Skandal. Im Sperrbezirk. Genau. Skandal, oh Rosi. Das war noch mal Zeit. Wir haben ja auch immer ein Musikeck bei uns auf der Arbeit. Und wer war da? Lena. Ach du Liebe. Voll geil. Nein, richtig gut. Wirklich richtig gut. Warum hat die das denn gemacht? Unplugged. Warum? Richtig, richtig gut. Hast du das von U2 gehört? Was denn? Mit denen in eine U-Bahn gestiegen und haben Musik gemacht. Einfach mal so. U2? Nee, geil. Einfach mal so. So ähnlich wie du das mal hattest mit den, wie hießen die noch, wo du im Aufzug warst? Ja, genau. Ja, das haben die halt in der U-Bahn gemacht. Das Quadrat war das. Ja. Das Quadrat. Ja, die kenne ich ja nicht so. Ich aber. Gut. Also, guck mal in YouTube, da haben sie auch ein Video. Von mir gedreht sogar. Ja, Tobias hat einen eigenen Kanal, genauso wie ich auch. Ja. Meiner ist aber schöner. Nein, meiner ist schöner. Das hat nur Spaß. Alles gut. Gottes Willen. Natürlich ist meiner schöner. Aber sag das nicht so laut. Das müssen wir zweimal machen. Ne? Aber dann müssen wir das nehmen halt. Muss ja aufpassen. Muss aufpassen. Aufputzen. Ja, müssen wir zweimal bauen. Also du alles bauen, wie immer sehr gern gesehen. Immer wieder gewünscht. Ja. Damit man sieht, wer von uns der Clever ist. Der Lego-Erfahrende. Achso, das kommt dann da an, ne? Das sind die Arme von ihm. Die armen Arme. Hä? Moment mal. Scheiße. Ha! Hab ich's verbockt. Alter, ha. Alter. Welcher kommt denn dazwischen? Ja, da kommt ja noch. Achso, ein Schwatter. Ein Schwatzer kommt dazwischen. Genau. Verdammt. Tja, 1-0 für mich. Ja, sowas von 0. So. Woher weißt du das? Weil das da steht. Transformers. Ja, eben.
mache nur mal so komische Geräusche. Ich stelle das mal beiseite. Ja. Oh, Tobias hat zu tun. Wieso, du auch? Nö, ich kann gerade, der hat doch ein bisschen. Dreh das doch mal so rum. Doch, ist ja. Ist ja richtig. Ja, ist ja gut. Dreh das doch mal so, ja. Hab ich doch, das sind die. Das sind die falschen, ich sehe das gerade. Oh Mann, ey. Schlafmütze. Ja, das kommt auch, wenn man nicht aus dem Bett klingelt. Ja, genau. Ihr müsst wissen, wir haben früh am Morgen am Sonntag, weil wir halt noch einiges vorhaben. Wir haben noch was vor. Ich gehe gleich ins Bett und du. Von wegen. Von wegen. Hier gibt es nur Brot und Peitsche, weißt du doch. Sonst kommst du wieder in dein Käfig. Oh, ich dachte, ich hätte endlich ausgelernt. Nein. Weißt du, ich habe gedacht, du hilfst mir mit, aber du guckst die ganze Zeit nur auf den toben Plan und denkst dir, hä? Genau. Komm ich mal hinterher. Mann! Ich bin fertig, kannst umblättern. Nee, die fährt noch. Ach ja, oh. So. Meister hat was gesehen, okay. Ja, Meister. Nee, da fehlt noch ein. Ja, der kommt doch jetzt erst. Nee, da. Was denn? Da ist so ein Flacher. Ja, ist ja gut. Ja. Ich bin sehr wach, also von daher. Ja, du hast ja auch Kaffee getrunken. Genau. Ich nicht. Kaffee hilft. Ich habe nur Zuckerwasser. Kann auch helfen. Ja, für mich reicht das. Ja. Prima, hey, wir weit gekommen. Das läuft ja wie ein Schnürchen gehabt. Ja, bin mal gespannt, ob das mit den anderen Sets auch so läuft. Ja. Auf die Dauer. Auf die Dauer. Schöne Augen. Ui. Pac-Man. Genau. Hast du das von Mega Man gehört? Da kommt jetzt auch ein neuer Teil endlich. Wie, meinst du aber nicht dieses Mega Man 2,5D oder so? Nein, nein. Soll ein neuer Mega Man Teil. Aber jetzt was für ein Mega Man? In welchem Universum? Gibt ja mehrere. Diese Mega Man X-Geschichten oder was? Ja, für die Switch halt, ne? Oh, ernsthaft? Ja, wenn das klassisch wäre, wäre cool. So, wird das? So wie früher. Mega Man halt. Und ja, nicht dieses Zero-Scheiß oder so, wie die alle halt. Ich habe die klassische Reihe Mega Man 1 bis 6, war das, glaube ich, habe ich mir genau runtergeladen. Für ein DS oder so gab es das ja mal. Viermal. Viermal. Ach, muss man bauen, was? Muss man was bauen? Dann bauen wir mal. Das habe ich mir gehört, weil die irgendwie für 10 Euro mal im Angebot waren. Aber für die Switch wäre natürlich geil. Aber dann bitte als Modul und nicht als Download. Ja, das hoffe ich auch. Sicher, dass es viermal brauchen? Ja, an jeder Seite eins. Ach, rechts und links auch. Richtig. Ich war ja bei Sonic ein bisschen enttäuscht, dass es auch nur ein Download war. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber die Jugend von heute downloadet lieber. Ja. Kommt das nicht so rum? Hatte ich es verkehrt rum? Ja. Wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ich passe immer auf. Also ich habe von einem Spiel gelesen, weiß ich gerade nicht, welches das war. Hast du ein Modul gekauft? Mhm. Und dann haben die User geschrieben, die mussten noch 18 GB runterladen. Was? Hör auf. Alter, da dachte ich mir, was. Ja, weil die Module je nach Größe unheimlich teuer sind. Also Nintendo nimmt da unheimlich viele Lizenzgebühren für. Da denke ich mir auch, sind die schon wahnsinnig? Die sind wirklich wahnsinnig, weil dann tun sie sich selbst mit keinen Gefallen. Ja, aber das ist das, was die User befürchtet haben. Ne? Nach dem Motto, die Firmen greifen zu den kleinen Modulen, um Geld zu sparen. Ja, natürlich. Und du darfst den ganzen Mist dann runterladen noch. Ja, aber dann brauchst du schon. Ist nicht im Sinne des Terabytes. So. Du wirst lachen. Ich glaube, die Switch unterstützt sogar 1 Terabyte, ne? SD. Bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwas habe ich da mal Leuten an. Woher wusstest du das? Hallo, guck mal aufs Bild. Er spoilert sich selber. Ja, natürlich. Das ist mein Job. Ich bin der Spoilerman. Spoilerman. Macht was, Ella. Spoilercan. Das war schon? Spoilerman. Spoilerman. Macht was immer ein Spoiler. Warum haben wir so viel noch übrig? Also noch 2 Augen. Vor allem das hier. Was ist denn das? Du kennst Nintendo doch. Ah, pack rein, ist für Tobias. Ja. So, dir gebührt die Ehre. Gut, jetzt kann ich natürlich verstehen, warum man damit keine Nüsse knacken kann.
Weil da kann das reinpassen. Ja, genau. Aber cool wäre gewesen, wenn Lego gesagt hätte, wir packen wir eine Legolas dabei. Eine Legolas, ja. Legolas. Das wäre cool gewesen. Ja, das war das erste Set. Nee, muss man näher ran, nicht weiter weg. Hier ist der Mechanismus. Genau. Die Arme könnt ihr auch bewegen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. So. Jetzt haben wir auch einen Nussknacker. Ich gehe gleich nach Tobias und er wird mich in ein Regal stellen. Nam, 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 nam. Prima. Ja. Das hat ja gut funktioniert. 10 Minuten? Nee, 20. Oh. Ja, ist ein guter Part. Okay. Das ist es und das war's. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nikolaus. Genau, richtig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Päckchen. So ist es. Arrivederci. Tschüss. Ciao, ciao.